So, was war Nummer 4 schon? Ich habe wieder die Kamera wieder falsch, Leute. Ihr müsst mich darauf hinweisen, dass die Kamera in der falschen Position ist. Mensch, dann sieht ihr doch die ganzen Anzeigen unten nicht, was der kriege und für ein Zeug. Man kann sich auf euch aber auch nicht verlassen, du, ne? Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Lens Island. Und ich habe in einer der letzten Folgen ein bisschen zu früh gesprochen und mich zu früh gefreut, dass die Bäume nicht mehr nachwachsen. Stellt sich raus, das war falsch, da lag ich tatsächlich daneben, denn als ich nach der längeren Tour unter der Erde nach Hause kam, war wieder alles zugewuchert und ich durfte wieder mal, naja, ein wenig Holz fällen. Aber das ist alles erledigt, das Holz ist jetzt abgebaut und wieder alles schick, bis zum nächsten Mal, bis sie halt wieder respawnen und dann muss ich halt wieder ran. Anyway, das ist nicht heute unser Problem, denn heute geht es endlich mal damit weiter, dass wir jetzt mit Hilfe der gefundenen Sachen anfangen können, die nächste Stufe der Werkbank zu erklimmen. Dafür brauchen wir Eisenbarren und zwar sag und schreibe 3 Stück. Außerdem Salvage Metal und wir brauchen das Hartholz. Das heißt, wir müssen erstmal die Tools auf Eisen, auf Stahl aufwerten. Auf Stahl aufwerten, um damit dann Hartholz sammeln zu können, um damit dann die Werkbank aufzubauen. Und wir werden früher oder später merken, dass vermutlich das Salvage Metal aktuell die Bremse ist und nicht mehr das Eisen selbst. Denn das Eisen selbst, davon habe ich ja ein bisschen was da, 113. Aber nur 43 Salvage Metal. Davon brauche ich aber 30 schon mal für das Upgrade. Und ich brauche aber in der Schmelze für das Eisen brauche ich halt eben ebenfalls den Spaß. Das heißt, ich muss jetzt hier ich brauche jetzt hier für einen Stahlbarren brauche ich jeweils 5 Splitter und 5 Schrottteile. Das heißt, ich kann maximal aktuell 45, also 9, ne? 9 Stahlbarren herstellen. Und dann ist leider Essig. Das ist ein Problem. Das ist ernsthaft ein Problem. Das habe ich nicht beachtet oder nicht bedacht. Und wir können jetzt entweder Schrottteile kaufen noch dazu. Für... Was waren das? 5? 2 für 15? Oder 5 für 15? Ne, 1 für 15? Irgendwie so. Warte mal, lass kurz gucken. Oh, warte mal, Leder. Komm her. Bleib mal hier bitte. Hallo. 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 Wollte doch eigentlich gar nicht in die Richtung hier. Ich habe auch schon mal meinen Garten ein bisschen erweitert, denn ich hatte ja noch ein bisschen Saatgut bekommen. Von der Insel, speziell der Lavendel. Und das ist ebenfalls eine gute Goldquelle, weil ich das halt eben hinten beim Farmerkauf verkaufen kann. Genauso wie die Kürbisse. Die Birnen kann ich weiter nicht verkaufen, aber ich hatte halt die Saatgut über, deswegen habe ich die angepflanzt. Habe auch die Felder ein bisschen erweitert, ein paar neue Felder hingepackt, damit eben genug da ist und dann passt es. Außerdem brauche ich 600 Münzen für den neuen Rucksack und. Oh, ich könnte jetzt... Ach hier, guck mal, das wäre die vollständige Rüstung. Oh, okay. Warum habe ich die vorher nicht gesehen gehabt? Ah. Na, dann können wir die mal... Dann machen wir die doch mal, oder? Während wir auf die Tools und so weiter warten. Brauche ich halt nur ein bisschen mehr Leder. Es gibt leider keine vernünftige Fernkampfwaffe. Das heißt, ich muss also die Tiere tatsächlich weiterhin mit meiner Dings erledigen. Mit meiner, mit dem Schwert. Ich habe jetzt aktuell, lass mal gucken, was hat man denn aktuell an Material dort? Ich habe 20 mal rohes Leder. Das können wir nochmal umwandeln, hier in dem Gerät. Nee, im Ofen war das, genau. Dann bekommen wir da noch mal ein bisschen was raus. Lassen wir ruhig das Zeug voll krachen. Und hier haben wir jetzt wahrscheinlich die ersten... Haben wir es jetzt bald? Die ersten 2 schon mal. Damit werden wir mal erstmal das Schwert auf, würde ich sagen. Was natürlich 5 braucht. Was zum absoluten... Okay, dann die Axt vielleicht. Braucht 3. Okay.
Dann haben wir den dritten hoffentlich gleich hier. Okay, fast. Können wir schlafen gehen? So, können wir ganz kurz mal die Felder wässern gehen. Das ist alles ein bisschen... Ich habe es nicht ganz so grindy im Kopf, tatsächlich. Aber ich kann mich da auch irren, tatsächlich. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. So. Dann haben wir den gießen. Warten kann es empty. Dann könnten wir... Da haben wir vermutlich sogar schon die Titanium-Tools, bevor wir überhaupt das Upgrade haben. Fucking hell, okay. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal los und dann... Muss man eine Axt? Hallo? Jetzt da liegen die im Gerät oder was? Nö. Die muss ich hier wahrscheinlich wieder nur reinziehen einfach. Da. Axt. Dankeschön. Dann macht uns noch die letzten 6 jetzt. So, dann können wir jetzt die Axt schon upgraden. Und dann ist nächstes dann die Picke wahrscheinlich. Die Axt macht jetzt 30,6 Schaden pro Sekunde. Was gut ist wie das Schwert. Okay. Und wir haben jetzt eine Spezialattacke. Mit der wir jetzt auch entsprechend besser Holz hacken können. Können wir ganz kurz mal testen gehen. So, mit E haben wir jetzt diese Spitze. Ja, das ist so eine Rundum-Attacke. Und auch die kann man kritten. Wenn sie denn ready ist. Aber selbst ohne Crit. Wow. Uff. Das ist ein dortiges Upgrade gerade. Also ein Baum in 3 Schlägen oder 2 Schlägen sogar zu sagen. Ist nett. Später haben wir dann sogar 2 Abilities, die können wir dann auch chainen. Dann hast du mit 2 Hits so einen Baum komplett weg. Oder auch einfach sogar mehrere Bäume. Okay. Das ist schon mal ein guter Start. Das nächste logisch wird dann die Picke auch aufwerten. Das werden wir irgendwo hingehen. Dass wir dann auch entsprechend... Halber sind ja voll. Dass wir dann auch entsprechend die neuen Erze sammeln können. Insgesamt. Und so wird dann alles schöner, besser, toller und größer. So, komm mal her. Du kriegst mal hier nochmal das Fuel in den Ofen. Dann haben wir ein bisschen Platz. Da haben wir jetzt die... Hörst du mal auf. Mann! Drück mal Shift, weil ich will Shift klicken, um Zeug rauszuholen. Damit sollten wir jetzt alles haben, was wir brauchen für die Rüstung, glaube ich. Dann holen wir die jetzt mal noch. Und dann müssten wir echt... Dann gehen wir auf Erkundung und machen wir das neue Dungeon frei. Gucken wir, wie weit wir kommen mit der Rüstung dann. Bye. Zack. Dann hier. Boy und... Bye. Okay. Jetzt haben wir alles unlocked. Können es anziehen. Und haben dann jetzt einen 20-prozentigen Crit-Buff. Oder Crit-Multiplier. Das heißt also... Wenn ich kritte, mache ich jetzt 20% mehr Schaden. Auch nicht verkehrt. Und das zählt logischerweise auch für... Wir haben jetzt 6 Rüstungen... Nee, 5 Rüstungen von 8 insgesamt. Das zählt natürlich auch für... Das Ernten jetzt. Was haben wir hier? Ich habe 2 Punkte frei. Was haben wir da? Komm, wir gehen mal direkt auf Axtschaden. 5 würde das kosten. Oh boy, okay. Das brauche ich dann 10 Punkte, um da weiterzukommen. Insgesamt. Das ist natürlich doof. So. Lass mal schauen jetzt gerade. Also. Normal sind 34. Und statt 49 machen wir jetzt 54 Schaden pro Crit. Plus eine Chance darauf, dass... Oh, Holz ist voll. Plus eine Chance darauf, dass wir dann auch unsere... Dass wir dabei auch Mats bekommen. 35% Chance, bei einem Crit extra Material rauszuholen. Ich meine, das ist also Kritten wird tatsächlich wichtiger denn je in diesem Spiel. Also, wem das Minigame mit dem Kritten zu nervig war bisher, der hat jetzt auch ein Problem.
Denn es wird jetzt noch wichtiger. Ich hätte nur gerne langsam mal den Dings freigeschaltet, den Wasserturm. Aber da bin ich noch ein Stück weit von entfernt. Okay, dann lassen wir jetzt die Dicke aufwerten. Okay, dann haben wir auch das schon mal. Die Fackelwerten kostete einen und Hartholz. Können wir so noch nicht machen. Das Schwert waren 5 Eisen. Das bringt dann 40,5 Schaden pro Sekunde. Da habe ich aber nicht genug Schrottteile für. Habe ich noch irgendwas? Kann ich meine Rüstung aufwerten? Das ist mal eine gute Frage. Nee, Rüstung ist Max. Okay, er muss also neue Rüstung kaufen dann. Die Gießkanne wäre 3 und die Maschinenteile. Die hat dann wahrscheinlich 4 Ladungen. Also wenn wir die Maschinenteile finden, was eventuell möglich ist sogar, dann können wir das nutzen. Die Angel lässt sich, glaube ich, nicht auf. Genau, Angel ließ sich nicht aufwerten. So, der Hammer war ebenfalls wie der andere mit 5. Aber ich bin halt eher der Freund vom Schwert statt vom Hammer. Wobei der Kriegshammer natürlich jetzt, glaube ich, dann auch genutzt werden kann für. Genau, fürs Bergbauen, ne? Das müsste, glaube ich, das ist, was das Symbol bedeutet. Ich kann damit dann. Nee. Ah, nee, das ist wahrscheinlich der Verzauberungsplatz, ne? Das Schild selber ebenfalls 3. Aber Schild benutze ich halt eben so gut wie gar nicht, ne? Es macht halt 10 Schaden pro Dings. Aber ich kriege halt Blocking Damage. Das Problem ist halt, wie gesagt, es ist in den Höhlen unnutzbar, weil es zu dunkel ist. Bei Bosskämpfen vielleicht. So, nochmal 2 Stück. Dann sind wir jetzt bei 3 insgesamt. Auf was nutzen wir das dann am besten? Das geht nicht, das geht nicht. Wir könnten es für Schild nutzen, aber das wäre Blödsinn. Die Picke haben wir bereits, die Sachen bringen es nicht. Das ist, wir haben aktuell keinen Nutzen für das Eisen, außer halt eben dann für das Upgrade hier. Dafür brauchen wir wieder dann das Hartholz und mehr Stil. Okay, dann lassen wir kurz die Sachen wegpacken, die wir noch haben, und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Ich wollte vielleicht auch mal eine Kiste hinstellen für den Ton. Also wir könnten natürlich auch jetzt dieses Lager draußen hinstellen, ne? Dieses Außenlager. Da passt, glaube ich, sogar mehr rein. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Synced Inventory across all piles. Das ist auch neu. Okay, warte mal. Das ist natürlich wieder noch mal eine ganz andere Geschichte dann. Das heißt, auch hier wieder, egal wo ich das Ding aufbaue, es hat überall denselben Inhalt. Jetzt ist die Frage, wie viel geht da rein? Nicht allzu viel. So. Das Ding ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt noch einen weiteren Stone Party aufstelle, ist der natürlich jetzt sinnfrei. Das ist jetzt der Nachteil dabei. Früher konntest du halt mehrere Stone Pads aufstellen und hast halt einen für Stein gehabt, einen für Holz und so weiter und so fort. Das geht jetzt nicht mehr. Zack, hier ist jetzt so 125 drin. Und hier jetzt auch. Kann man die dann irgendwie noch umbasteln? Nee, ne? Kann man nicht. Also du kannst den nicht irgendwie umbauen und sagen, hey, du bist jetzt das Stumpel 1, Stumpel 2, Stumpel 3. Okay. Das heißt, wir bräuchten hier den Stone Pile als Grundlage. Und dann gibt es nochmal den Holzpile hier auch. Wahrscheinlich dasselbe Prinzip, ne? Ja, okay. So. Dann stellst du halt auf jeder Insel so ein Ding auf und lagerst damit die Sachen direkt ein. Dann gehen direkt ins Hauptlager. Dann brauchst du diese Hauptkiste, diese große Kiste fast bald gar nicht hier. Okay. Ich lasse die Kisten trotzdem mal hier als Überlauf. Das ist, wenn halt eben der Pfeil zu groß wird, dann können wir das Zeug da reinpacken. Ich mache jetzt nochmal eine weitere Kiste hier tatsächlich für den Ton. Zack. So.
hier drauf gehe, dann habe ich auch beide direkt im Blick. Und kann das direkt von A nach B schaufeln. Ohne mich groß bewegen zu müssen. Okay, das ist ein bisschen nervig gerade. Da wäre halt jetzt ein größerer Rucksack eventuell eine gute Sache. Ich sollte auf jeden Fall die Kohle da reinpacken, tatsächlich. Denn so kann ich, wenn ich mir irgendwo unterwegs bin und mir halt eben gerade Kohle fehlt, mal ganz schnell zum Peil gehen, das Zeug da reinpacken und fertig. So, das Ding ist ja leer, ne? Genau. Okay. Ich pack mal auch mal sicherheitshalber mal ein bisschen Fiber hier rein in diese Kiste nochmal. Und wir machen mal ein bisschen Holz da. So, und ein bisschen Stein da. Und ein bisschen Lehm. Wir hauen mal alles mal ganz kurz rein, dass wir halt eben, dass wir schon mal was da haben irgendwo. So, und dann. Die gehen nicht rein, ne? Nee. Eisensplitter gehen dann nicht rein, aber die brauchst du ja auch nicht unbedingt draußen. Okay. Das ist neu. Also das ist nett neu, aber es erfordert halt ein bisschen Umdenken, weil du halt eben, wie gesagt, nicht mehr einfach so draußen rumlaufen kannst und verschiedene Piles aufstellen kannst, überall. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal, warte mal. Rüstung habe ich, ja, ich habe alles aufgewertet, genau. Essen haben wir auch da. Der Baum muss noch wachsen hier. Die Bäumchen, die Birnenbäume, die wachsen alle noch. Ich habe zur Not aber noch anderes Futter davon. Daran soll es nicht scheitern. Wir könnten vielleicht mal ein paar Blaubeeren wegpacken. Oder halt verkaufen später. Ach, so viel werde ich schon nicht finden. Ja, das passt schon. Wo ist... Genau, mein Boot hatte ich weggepackt, ne? Okay, dann lass mal kurz ein bisschen Holz nehmen und Fasern. Ein neues Bötchen bauen. Die können wir zwar umbauen, aber da haben wir nur eine andere Farbgebung von dem Holz. Tatsächlich, was irgendwie Blödsinn ist. Na, also ein bisschen was an den Fasern und 40 Holz waren's. Und dann auf zur Insel. Da drüben wäre eine. Zum Freischalten des zweiten Dungeons. Machen wir die Fackel an, dann wird es auch. Sollten wir echt vorher schon. Oder wir gehen vielleicht vorher mal eine Runde schlafen. Dann haben wir es nämlich weiter einen Tag. Das ist vielleicht praktisch. Ach, und schon ist wieder nächster Morgen, natürlich. Also dann kurz mal ernten gehen. Kurz nochmal gießen auch vorher. So. Teilweise kommt es vor, dass du was gießen willst. Und dann sagt er dir, weißt du was? Da war übrigens noch. Das war fast fertig. Dann fangen die Sachen spontan zu wachsen. Das kommt durchaus mal vor. Und genau deswegen brauchen wir halt eben diesen Wasserturm. Dass wir halt eben das mit dem bisschen besser automatisieren können. Anyway, dann lassen wir jetzt. Also. Kann ich hier mit dem Schwert durchgehen? Ich mach da Schaden dran, ne? Und ich ernte. Okay. Okay. Und ich mache halt auch den Pflanzen Schaden. Die noch nicht fertig sind, glaube ich. Levelten wir übrigens auch gerade damit. Nachher, wenn wir die Sichel haben, dann wird es ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht genau, wann wir die Sichel kriegen. Bis jetzt müssen wir uns erstmal dann so durchkämpfen. So. Und jetzt können wir noch anpflanzen. Was haben wir denn hier Feines?
13 Mal Rosen. Dann haben wir das, die gute Marigold. 9 Mal verfügbar. Dann haben wir den 13 Mal Lavendel. Und dann hätten wir die Blaubeeren. Wir brauchen wieder mehr Felder. Wir haben wieder nicht mehr genug Felder für alles. Na gut, wir lassen jetzt, glaube ich, die Birnbäume einfach auswachsen und pflanzen dann da wieder an. Weil, wie gesagt, die Birnbäume bringen mir jetzt so erstmal nichts. Ich hatte es mal gemacht, weil ich sie da hatte, aber ist jetzt Blödsinn. Lass uns mal wachsen und wir gehen jetzt aber wirklich los auf die Insel. Wie sieht es von den Materialien aus? Das passt doch. Ufa. Das geht mir viel zu weit hier. So, da ist übrigens gerade ein Baum gewachsen, wie es aussieht. Da wachsen auch gerade die ganzen Büsche nach. Da sieht man es, glaube ich, gerade. Und man hört es auch, glaube ich, gerade, wie die Bäume nachwachsen. Upsi, aua. Nee, das bin ich, wie ich gegen die Kiste, gegen die Dings dondere. Oh, da ist ein Fass. Da waren 2 Bananen drin. Na gut. Nicht, was ich erwartet habe. Hier hat man nochmal eine kleine Insel. Olivenbäume werden wir später brauchen ohne Ende. Hier ist ein Feld. Was ist das denn hier? Ton. Ziemlich kleiner Ton. Klingt ziemlich kleiner, aber Ton. Hier ist ein leeres Feld. Nochmal Ton. Ich werde mal spontan erstmal nichts weiter sammeln. So, das war Nummer 4 Schrott. Ich habe wieder die Kamera wieder falsch, Leute. Ihr müsst mich darauf hinweisen, dass die Kamera in der falschen Position ist. Mensch. Dann sieht ihr doch die ganzen Anzeigen unten nicht, was der kriege und für ein Zeug. Man kann sich auf euch aber auch nicht verlassen, du, ne? Entschuldigung. So. Die Blümchen nehmen wir mit. Oh, da gibt es nochmal Leder. Das ist übrigens auch eine Sprungattacke hier mit der Picke. Oder auch nicht. Das sah aus wie eine Sprungattacke, war aber keine. Mehr Leder. Ja, daran müssen sie echt noch arbeiten. Wie Netze oder irgendwie so ein Blödsinn, keine Ahnung. Oder einen Bogen. Danke. Das nervt so ein bisschen noch. Oder aber sonst gibt es hier außer Ton gibt es hier erstmal nichts weiter. Wir können natürlich später auf jeder Insel die Pile aufstellen tatsächlich. Wenn wir genug, warte mal, was ist denn da noch? So, wenn wir noch genug Material haben. Bisher haben wir aber nicht genug, deswegen warten wir damit noch und wir haben noch damit noch eher selektiv. Meine Stimme. So. Hi. Wow, das waren 13 Schrottteile hier gerade. Nice. Auf dem Tisch leider nichts. Nee, okay, cool. Das hat sich gerade gelohnt. Man sah den Fass auch schon an, dass es brechend voll war mit Schrott. Okay, anyway. Wir ziehen weiter. Wenn wir das Boot haben, wird das auch noch ein bisschen schneller hier. Man könnte ja so unter Tage reisen, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass das Boot immer noch die schnellste Verbindung zwischen 2 Punkten ist. Nochmal Bananen, alles klar. So, was haben wir hier Feines?
Das ist nicht die Insel, wo wir doch, das ist die Insel, wo wir hin müssen. Okay. Okay, hier ist. Okay, der Ding ist vermutlich da drin, ne? Warte mal. Ich geh mal kurz mein Boot holen. Das heißt, wir sollten hier vermutlich schon mal ein Dings aufstellen. Einen kleinen Außenposten und ein Bett. Oder? Und dann uns mal das, die Höhle anschauen drin. Weil ich glaube nicht, dass der Spawner direkt dort vor Ort ist. Oh, geht da. So, hier ist nur Stein, Haufen Kürbisse, Leder. Nice. Das war gut. Nochmal Ton. Haufen Glas gibt es hier tatsächlich. Und kleine Steinchen. Okay. Gut, ich wollte das Boot holen, ne? Dass wir kurz über die Fässer fahren können. Und dann sollten wir hier mal den Außenposten irgendwo hinstellen. Das können wir auch auf dem Wasser machen, oder? Noch Bananen und Holz. Cool. So. Jetzt müsste ich hier eigentlich Fundamente hinstellen können. Nicht genug Holz. Okay. Dann los. Können wir die großen abbauen, ne? Wenn ich die hinkriege, dann haut eventuell sogar auf die zwei drauf. Nice. Okay. Er hat zwar mehrere getroffen, aber nicht alles erwischt. So. Zack. Das ist, die großen können offenbar tatsächlich nicht durchfallende Bäume generell. Doch, okay, das geht. Zack. Es müssen wahrscheinlich dann aber zwei Bäume sein. Oder mehr. Das Schöne bei den großen Bäumen ist, die werfen normalerweise so einen Schatten und du machst tatsächlich, wenn du den Baum fällst, machst du tatsächlich Licht. Sehr gut. Na, seht ihr das? Wie plötzlich hier alles deutlich freier wird und deutlich heller wird. Also du schaffst tatsächlich eine übersichtliche. Hallo? Hallo? Okay, vielleicht ein kleiner Fehler vielleicht. Ein Fehler in der Matrix, beziehungsweise im Spiel. So. Kann ich jetzt hier schon mal den Dings aufstellen, das Lagergedöns? Ja, kann ich. Ich will den mal ganz kurz dorthin, temporär. Die muss mal ganz kurz an dem Holz, danke. Und bauen jetzt hier vorne mal eine kleine Fläche hin, auf der wir dann unser Häuschen bauen. Okay. Wo stellen wir den jetzt hin, dass er nicht weiter stört? Wir trotzdem da gut rankommen. Können wir den ins Haus, will ich ihn glaube ich nicht stellen. Das wäre glaube ich doof. Oben drauf geht's nicht. Okay.
Also wir könnten hier auf den Fundamenten bauen tatsächlich. Ist aber ein bisschen kacke. Ich stelle mal hier das Holz hin. Und der Steinpeil braucht Stein. Na, welche Überraschung. Der Steinpeil braucht ein bisschen mehr Steine. Das wäre der Lavendel, ne? Reus, glaube ich, auch wieder. So, da, Picke und ran. Holz haben wir ja erstmal noch genug. Brauche noch ein, zwei Steinchen bitte für das Steinpeil. Da. Danke. So, das Steinlager. Tun wir das denn, ohne dass es uns auf den Sack geht? Kann ich hier gar nirgendwo hinbauen? Hier mittig würde das gehen, das ist aber auch irgendwie kacke, oder? Egal. Das passt schon. So. Und jetzt können wir dann unser Haus weiter bauen. Dazu nutzen wir wieder die offenen Wände. Der Klassiker. Ich lasse dann hier wieder offen. Da machen wir einfach nur den Torbogen rein. Und dann Decke drauf. So, und jetzt können da das Bettchen rein. Dazu muss ich aber ins... Oh gut, ich hätte umschalten können einfach, aber ist nicht schlimm. So, Bettchen rein. Und fertig. So, wir könnten jetzt noch, wenn wir wollten, noch diese Kiste hinstellen. Dann wird mir aber langsam der Dings knapp. Ja. Das war die letzte Dark Essence. Ich muss nochmal dringend Dark Essence farmen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Das nächste Folge gehen wir dann mal ins... Ich werde jetzt noch ein bisschen was farmen hier auf der Insel. Und werde noch ein bisschen als abholzen, als einlagern. Und dann geht es dann ins Dungeon. Und dann machen wir dort dann schon mal den Kollegen frei. Den neuen... den nächsten Zugang zum Dungeon. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne mit subscriben. Ohne es dazu wichtig, da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.